So, die Mannschaften wurden vorgestellt und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Sport im Verein Schwerin Regionalfinale. Nord, weiblich, Jugend U16. Und im Finale stehen die Bundeshauptstadt Berlin und das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Vordergrund die Berliner in Blau und Nordrhein-Westfalen. Mit grünem Hintergrund gespielt wird über zwei Gewinnsätze. Und die Berliner setzten sich durch gegen die Auswahl aus Mecklenburg-Vorpommern im Halbfinale mit 2:0. Und Nordrhein-Westfalen setzte sich durch gegen die Auswahl aus Brandenburg. Und die erste Angabe. Für Nordrhein-Westfalen. Hier in der Arena in Schwerin, die noch sehr gut gefüllt ist für ein Jugendturnier. Sie sehen das andeutungsweise auf der rechten Seite und der erste Angriff für Berlin. Und gleich ist auf der Gegenseite und der erste Punkt für NRW in diesem Finale 1:0. In der Arena in Schwerin, wo zuletzt die spannende Schlacht zwischen dem neuen deutschen Meister SSC und dem Dresdner SC geschlagen wurde. Dessen der Punkt für Berlin durch die Nummer 10. Schöner Crossschlag. Hier können sich die jungen Spielerinnen nur auszeichnen. An einer Stelle, an der sie gerne selber mal spielen würden, nämlich in der ersten Bundesliga der Damen. Und der hat genau gepasst hinten ins Eck. 2:1. Nein, ich irrte. Der Ball im Aus. Für die Anzeige der Schiedsrichterin. 2:1.
für die Berlinerinnen. Aber der Aufschlag doch mit deutlich zu viel Schmack ist. 2-2. Schöner Block von den Berlinern. Und Block angeschlagen, Ball im Aus. 3-2 für Berlin. Schöner Angriff. Lang gelegt in die Ecke, der Ball, da war alles frei. Kein Rankommen mehr für die Berlinerin. 3-3. Auch den wieder geholt. Ein klasse Schlag ins Feld rein. Zum 4-3 für Nordrhein-Westfalen. Toller Ballwechsel. Und wir hören noch die etwas größere Zustimmung für Nordrhein-Westfalen. Was schlicht daran liegt, dass eben jene auch im Jugendfinale der Jungs stehen. Vielleicht hören Sie das gerade, WVV wird da gerufen für den Westdeutschen Volleyballverband. Oh, kurze Variante, aber schlecht ausgeführt von den Berlinerinnen. Guter Block von der Nummer 10. Fünf zu vier für Nordrhein-Westfalen. Der Ball im Netz. Nicht genug Schwung hinterbekommen. Der Ausgleich, 5-5. Und Berlin Nummer 1 mit mächtig Anlauf. Und klasse Cross-Angriff. Von der Außenseite. Zur 6-5 Führung für den grünspielenden Nordrhein-Westfalenerinnen. Gefährlicher Angriff, erneuter Aufbau bei Berlin. Wieder kurze Variante. Diesmal andere Seite, am Block vorbeigeschlagen. Punkt für Berlin. 6-6. Jetzt gab es einen technischen Fehler. Auf Seiten von Berlin, deswegen Punkt für Nordrhein-Westfalen, 7-6.
Ah, kommt in Rückenlage, bleibt dann am Block hängen. Dafür dann umso besserer Block. 7-7. Mit viel Gewalt von der Außenseite durch die Hände des Blocks durchgeschlagen. Nicht zu holen, 8-7, technische Auszeit. Das gilt natürlich auch hier, die technischen Auszeiten bei 8 Punkten für eine Mannschaft sowie bei 16 Punkten für eine Mannschaft gibt es jeweils eine technische Auszeit. Gespielt wird dann bis 25. Da wird auf der Berliner Bank sehr ruhige Arbeit geleistet. Nordrhein-Westfalen versucht sich über die Emotionen hier dieses Spiel zu holen. Oh, der Ball durch den Block durchgefallen mit viel Kraft. Drückt sie den Ball auf die Seite von NRW. Damit der Punkt für Berlin zum Ausgleich. 8-8. Abpfiff. Fehler auf der Seite von NRW. Gehoben, zeigen die Schiedsrichter an. Haben wir einen Ausgleich bei den technischen Fehlern. 1-1 auf jeder Seite. Aber 9-8 für Berlin. Der Ball zu weit und damit die erste 2-Punkte-Führung für Berlin. 10-8. Und Berlin Nummer 10 bringt den Ball jetzt auch rein. Auf die 9. Schauen wir mal, ob das ein Omen war. Nein, der Berlin legt noch einen dritten mit drauf. 11-8 für die Bundeshauptstadt. Der Punkt geht wieder an Berlin, was war eigentlich schön gemacht, hat sehr lange gewartet, bis sie ja, sich offen entschieden hat, wo der Ball hingehen soll. Sehr lange gewartet, jetzt gibt es Auszeit für Nordrhein-Westfalen. Ja, wir vielleicht das Spiel beruhigen, ein bisschen Ruhe ins Spiel reinbringen. Wirkt doch ein bisschen nervös, ein bisschen zu hibbelig. Deswegen jetzt die 4-Punkte-Führung für Berlin.
Schön wieder cross geschlagen, der Ball. Der 9. Punkt für NRW, 12:9. Guter Block vom NRW, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der Ball wirklich im Block war oder sogar im Netz gelandet ist. Sei es drum. 12:10 für Berlin. Angabe für Nordrhein-Westfalen. Ah, schlecht gemacht. Bringt ihre Spielerin da nicht in Position. Und der Ball ist im Aus. Und es war niemand dran. Entscheidend Schiedsrichter, so habe ich es auch gesehen. 12:11. Und NRW jetzt mit dem Chance zum Ausgleich. Der Ball im Netz. 12:12. Er hat die Nerven, spielt mit in so einem Finale. Auszeit genommen von Berlin. Ja, das schöne Momentum der 4-Punkte-Führung für Berlin ist dahin. 4 Punkte in Folge für Nordrhein-Westfalen. Das macht natürlich nervös. So, das kleine technische Problem bitten wir zu entschuldigen. Und das ist ein Punkt zum 13:12 für Berlin. Der Ball von Nordrhein-Westfalen zu weit geschlagen, daher der Punkt. Und jetzt der Ausgleich für NRW durch die Mitte, 13:13. Schöner Block und sehr gut aufgepasst. Den freien Ball genommen. Da waren sich die Berlinerinnen nicht so ganz einig. NRW hat das gut ausgenutzt und führt jetzt mit 14:13. Schöne. Ja, ich glaube nicht, dass es eine gewollte Finte war. Aber die sah dafür gut aus und war vor allen Dingen effektiv. Und das zählt letztendlich 15:13 für NRW, die erste 2-Punkte-Führung für Nordrhein-Westfalen. Und die 3-Punkte-Führung. 16:13, technische Auszeit. Und so schnell ist es dahin für Berlin. Aus 4 Tore Führung nun 3 Punkte Rückstand. Natürlich Punkte. Wollen wir mal sehen, wie die Berlinerinnen das wegstecken. Nordrhein-Westfalen wirkt mir etwas kraftvoller.
Nordrhein-Westfalen wirkt mir etwas spritziger. Momentan. Und Nordrhein-Westfalen hat nun auch Angabe. Klasse Schlag, mit viel Kraft, mit viel Dampf, da hat sie Schwierigkeiten bei der Annahme. 13-17. Und das ist genau das, was ich eben meinte, was sie ansprach. Es wirkt viel mehr Dampf, viel mehr Kraft hinter bei den Mädels aus Westdeutschland. Schöner Heber, gut aufgepasst dahinter. Wieder gut aufgepasst. Diesmal auf der anderen Seite. Kein guter Block. Nochmal die Chance für Berlin. Schön die andere Seite gewählt. Und es wird mit dem Punkt belohnt. Haben die Berlinerinnen jetzt gut gemacht, haben einmal überlegt den Ball gespielt. Machen den Punkt. 14-17. Jetzt hat sie Glück, dass er Ball rüber geht, aber klasse gespielt. Und mit Kraft den Ball ins Feld gebracht. Oh, den Ball klasse mit dem Fuß wieder rüber gespielt. Super Reaktion. Na, nicht gut gespielt, kriegt den Ball nur rüber. Und den schön in die freie Lücke gespielt. Punkt. Für Nordrhein-Westfalen. Und Auszeit beim Stand von 14-19 für Berlin. Geht weiter. Angabe durch Nordrhein-Westfalen. Kurze Variante gespielt. Sah gar nicht so gut aus, aber zum Glück. Nimmt den Block mit und dann ist der Ball unerreichbar. 15-19. Die Angabe zu kurz. 15-20, so eine Bälle darfst du natürlich nicht wegschenken. In der Finale gerade nicht, wenn man jetzt mit 4 bzw. jetzt 5 Punkten hinten liegt. Ist natürlich ein Geschenk für Nordrhein-Westfalen. Block angeschlagen, Punkt Berlin. Thank you.
Mit tollem Einsatz die Berlinerinnen und haben da noch den freien Ball und machen sogar den Punkt. Den haben sie sich schwer verdient. ...17-20. Aber ein schwerer Winkel, guter Block gestellt und dann versucht sie es cross zu spielen. Sehr weit cross und kommt dann nicht mehr übers Netz. 17-21 aus Berliner Sicht. Sehr gute Angabe. Aber viel bessere Blockarbeit auf Berliner Seite. Da steigen beide zum Block hoch. Aber die Berlinerin kriegt den Ball rüber. Gewinnt das Blockduell. Und holt damit den Punkt für ihre Mannschaft. 18-21. Auch gute Angabe. Schöner Crossschlag, aber auch da war der Block wieder dran, kann den Ball etwas entschärfen. Und das war ein klasse Crossschlag, nicht zu machen. Schöner Block vorbeigespielt. Und jetzt Auszeit NRW. Beim Spielstand von 21-19 im ersten Satz. Noch führt hier Nordrhein-Westfalen und möchte diesen Satz natürlich mit den letzten 4 Punkten jetzt auch unter Dach und Fach bringen. Sie waren ja schon auf 5 Punkte weg. Sahen schon wie ein gemachter Sieger des ersten Satzes aus, aber so einfach ist das im Volleyball noch nicht. 2 Punkte Rückstand nur noch für Berlin. Und sollte diese Angabe Erfolg haben, ist es gar nur noch einer. Und die Berliner Jungs machen sich jetzt auch lautstärker bemerkbar mit 2 Trommeln hier unter mir am rechten unteren Spielfeldrand. Können sie leider nicht mehr sehen. Und da hat sie Glück, schlägt zwischen den Block und dann später bei Ping-Pong. 19-22. Ja, versuchen die Berlinerinnen alles, um sich den Ball zu erkämpfen, aber er ist nicht mehr zu holen. Ah, die Tüchelspielchen auf dem Feld, da werden ein bisschen zugerufen, werden Schlachtrufe ausgebracht, um den Gegner zu verunsichern. Von Seiten NRW, aber Berlin lässt sich davon nicht irritieren. 20-23. Ah, der Block noch dran entschärft, diesen Ball macht ihn aber auch gefährlich. Und dann kriegt sie den Ball auf den Kopf. Und von da aus ist nichts mehr zu machen. Kann ihn nicht kontrollieren. 21-23. Die Nervosität kann man den Mädels auf dem Spielfeld doch jetzt klar ansehen. 22-23. Und der Ball ist viel zu weit. Und der Trainer von Nordrhein-Westfalen vor der
die Mädels da auf, sich nochmal gegenseitig heiß zu machen für diesen hoffentlich letzten Ballwechsel aus NRW-Sicht in diesem ersten Satz. Oh, klasse gespielt. War so nur ein bisschen spät in der Luft und die Chance für NRW. Jetzt gab es einen Fehler auf NRW-Seite. Ich glaube, sie ist auf der Seite gewesen. Und damit Punkt für Berlin. 22 zu 24, aber immer noch Satzball für Nordrhein-Westfalen. Gut gespielt und keine Chance, den Ball zu erreichen. Der Punkt und der Sieg des ersten Satzes für Nordrhein-Westfalen. Und auf geht's jetzt. Zweiter Satz. Nordrhein-Westfalen gegen Berlin im Finale des Regionalcups Nord hier in Schwerin. Angabe zum zweiten Satz für Berlin. Der erste Satz ging an Nordrhein-Westfalen. Der Ball immer aus. Damit geht auch der erste Punkt. In Satz Nummer 2 an den grün gekleideten Mädchen aus Nordrhein-Westfalen. Ah, da stehen sie sich selber im Weg. Das war eigentlich erst gut gemacht, die kurze Variante. Bleiben dann doch am Block hängen. Und dann behindern sie sich gegenseitig und dann ist der Ball weg und er steht bereits 3 zu 0 für NRW. Der Punkt geht an Nordrhein-Westfalen. Der Block war dran. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob der Ball im Block oder im Netz hängen geblieben ist. Also der Block dran war, der Ball ins Aus geht. Punkt für NRW. Ich finde die Angaben-Variante von der Nummer 11 aus Nordrhein-Westfalen äußerst interessant mit diesen Trippelschritten. Der Ball zu weit, er geht ins Aus. Punkt für Berlin, der erste. In Satz Nummer 2, 4 zu 1. Und NRW kommt jetzt mit mächtig Anlauf in diesen zweiten Satz, 4 zu 1. Nachdem man den ersten Satz schon gewonnen hat, läuft man jetzt auf den zweiten Satzgewinn und damit den Turniergewinn zu. 5 zu 1. Und so kann man auch die Gesichter vergleichen. Die fröhlichen und zuversichtlichen Gesichter hier im Vordergrund in grün. Und die etwas hilflosen Gesichter der Berlinerinnen. 6 zu 1. Auszeit genommen von Berlin. Mussten sie auch.
um das Spiel nicht schon frühzeitig wegzugeben, auch wenn es natürlich bei 8 Punkten eine technische Auszeit gibt. Aber diese Kleinigkeiten, die können entscheidend sein in einem Spiel. Volleyball, ein Spiel, was sehr mental bestimmt ist. Natürlich muss man physisch fit sein, aber wenn man es mental nicht ist, hat man keine Chance. Und erneut der Punkt für NRW, das sind zu leichte Punkte für Nordrhein-Westfalen, die die Berlinerinnen da weggeben. Und mental wie physisch scheint mir Nordrhein-Westfalen momentan die etwas stärkere Mannschaft zu sein und bewegen sich damit auf den Titelgewinn zu. So, jetzt nach dem 6:1 und dem 7:1 jeweils die Auszeit für Berlin. Und sollte NRW jetzt noch einmal einen Punkt machen, hat Berlin gleich noch die Möglichkeit, die dritte Auszeit nach 3 Punkten zu nehmen. Weil dann ist die technische Auszeit. Das ist aber besser gespielt, aber auch ein klasse Block auf Seiten von NRW und damit 8:1 und technische Auszeit. Jetzt stellen wir mal einfach den Vergleich an die lachenden Gesichter bei NRW und jetzt schauen wir mal auf die Bank von Berlin. Das sieht aus wie nach einem verlorenen Spiel, aber wir sind ja noch mittendrin im zweiten Satz. Da ist noch nichts verloren, da sollten sich die Berlinerinnen jetzt auf die Fahnen schreiben. Gewonnen hat das Spiel erst der, der den letzten Punkt im letzten Satz macht. Und das weiß niemand besser als die Schweriner, die hier mit 16:14 im dritten Satz das finale Hinspiel gegen den Dresdner SC gewonnen und am Ende dann die deutsche Meisterschaft. Und da sieht man, dass die Berlinerinnen das auch können. Schön die Lücke im Block gefunden, genau durchgeschlagen. 2. Punkt für Berlin, 8:2. Die Aufgabe übt keinen Druck aus. Hier ist mal klasse Block von Berlin. Da haben sie sich besser aufgestellt. Die Angabe nicht druckvoll genug. Damit die Chance, sich gut aufzurichten für Nordrhein-Westfalen. Klasse Rettungstat vom Libero. Und dann der Block und der Punkt für Berlin, 8:3. Die Aufgabe deutlich besser, aber die Lösung von NRW auch deutlich besser. Neun zu drei. Ja, mit Kraft gegen den Block, drückt ihn über die Hände rüber. 9:4. Scheinbar haben die 3 Auszeiten für die Berlinerinnen geholfen. Sind jetzt wieder etwas präsenter auf dem Spielfeld. Und jetzt die Chance. Block gut zusammengerückt. Da war der Block noch dran, den musste sie holen.
Klasse wieder ins Spiel gebracht für NRW. Schön und die angedeutete Finte deutet den Ball an, wieder kurz zu spielen. Hielt die für die schlechtere Idee. Sie macht das auch nicht, spielt den lang. Das hat sie klasse gemacht und verdient sich damit den Punkt für Berlin. 9:5. Und das Ass hinterher. 9:6. Und Berlin kommt jetzt mit Schwung hinterher, hinter Nordrhein-Westfalen. Der Ball zu weit, aber auch schwierig. Können nicht vernünftig aufbauen. Und der Trainer von Nordrhein-Westfalen entsprechend sauer. Angabe zwar schnell und gefährlich, aber zu weit. Und damit einfacher Punkt für NRW. 10:7. Ja, da kriegen sie den Block nicht zu auf Seiten von Nordrhein-Westfalen. 10:8. Und es gibt Auszeit für Nordrhein-Westfalen. Jetzt wieder weit hinten im Feld. Und den Berliner Renner, aber da kommt auch weit. Spielt damit viel Kraft. Schön gehoben, gut gelöst von den Berlinerinnen. Die kurze Variante. Am Block vorbeigeschlagen. Cross. Macht den Punkt für Berlin und sie verkürzen auf 10:9. Da waren sie wieder dran. Erinnern wir uns an die hängenden Köpfe in der technischen Auszeit. Gar nicht nötig. Dann da ist er, der Ausgleich. 10:10. Zu leicht der Ball, da schenken sie eine mögliche Führung weg. 11:10 für Nordrhein-Westfalen. Klasse Block. 12:10. War besser gespielt, auch wenn der Block dann auch gut hinterher kam. Block angeschlagen. Elf, zwölf. Ball im Aus, aber da war eine westfälische Hand dran. Der Ausgleich, 12:12. Und jetzt die Chance für Berlin.
hier in diesem zweiten Satz erstmalig in Führung zu gehen. Und die nutzen sie, Block angeschlagen, 13-12 für Berlin. Das sah mir sehr optimistisch aus, wie sie seinen Kopf wegzieht. Aber dabei war zu weit, richtig gesehen. 13-13. Und erneut der Punkt für Berlin. Klasse Cross-Schlag. Die Stärke der Nordrhein-Westfalenerinnen. Block angeschlagen, Punkt für Berlin, 15-15. Der Ball ist drinne, Punkt für Nordrhein-Westfalen. War schwer zu sehen. Aber die Linienrichterin, die hat den besten Blick dafür. Sagt Punkt für Nordrhein-Westfalen. Und damit 16-15 Führung. Warte mal, ein letzter Blick auf den Trainer von Nordrhein-Westfalen. Und damit gehen wir in den letzten Abschnitt vom Satz Nummer 2. Ausgleich 16-16.
Ah, der Ball im Netz. Punkt für NRW. 18-16 die Führung. Der Block, technischer Fehler. Klasse Block von NRW. 19-16. Wieder Block. Für den Block gehoben. Der Ball im Aus. Sechzehn, zwanzig. NRW ist noch 5 Punkte vom Turniersieg entfernt. Ja, und das sieht man den Unterschied jetzt zwischen den beiden Mannschaften. Guter Block auf Seiten von NRW, der Ball muss rüber gehoben werden, das war zwar richtig, aber auf der Gegenseite steht der Block eben nicht. Und Berlin der Seite kann in der Mitte durchschlagen, den Punkt machen. 16-21. Der Ball im Netz. Siebzehn, einundzwanzig. Das ist vielleicht nochmal die letzte Chance an der Initialzündung für Berlin. Es gab seinen Pfiff, Punkt für Berlin. Das für Berlin. Und das scheint diese genannte Initialzündung zu werden. Und jetzt gibt es nochmal Auszeit für NRW. Und Auszeit vorbei. Und es bleibt dabei, Berlin. Komm nochmal zurück ins Spiel. Zwanzig, einundzwanzig. Und toller Block von NRW. Und es wirkte so ein bisschen. Wirkte ein bisschen, als wenn das der entscheidende Punkt war, dieser Brecher im Satz. Ob das so ist, werden wir jetzt gleich beobachten können. Klasse gemacht, der Heber. 23-20. Ja, Block angeschlagen. Nochmal Punkt für Berlin, 21-23. Also die Berlinerinnen jetzt natürlich unter Druck, denn sie müssen punkten. Sollten sie einen Punkt abgeben, heißt es Satz und Matchball für NRW. Einfacher Ball, jetzt die Chance für Berlin aufzubauen. Wäre die lange Variante sicherlich besser gewesen. Aber der Block dran, aber der Ball trotzdem im Feld. Wie wäre auch egal, 22-23.
Und Berlin jetzt mit der Angabe zur Möglichkeit zum Ausgleich. Und dann haben wir nochmal richtig Spannung hier im Satz. Den Ball haben sie gut geholt, wieder die kürzere Variante gewählt. Haben sie noch gut gerettet, aber die Chance jetzt für NRW. Toller Block. Jetzt ist die Lücke da. Klasse geholt. Und keiner geht hin und NRW hat den Matchball. Das war richtig Konfusion, den Ball einfach in die Mitte gespielt. Aber keine Berlinerin fühlte sich für diesen Ball zuständig. Und damit jetzt Aufgabe zum Matchgewinn für den Westdeutschen Volleyballverband. Abgewehrt. 23-24. Aber Berlin muss jetzt punkten. Punkt für NRW. Gleich immer noch Matchgewinn. Zweiter Matchball für Nordrhein-Westfalen. 23-24. Versuchen sie, die angehende Spielerin zu verunsichern. Und der Ball ist durch und Nordrhein-Westfalen gewinnt den Regionalpokal Nord im Volleyball hier in Schwerin mit 2-0. Schön, das wollen wir dann noch mit, wir haben es am Rand mitgesehen, wir haben es noch ein bisschen mit eingefangen, dass sich auch die Berlinerinnen über diesen tollen zweiten Platz hier freuen können. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite an Nordrhein-Westfalen und Berlin.